der letzten Episode. So, du müsstest ja jetzt das aufschmeißen, richtig? Nein. Und da haben wir Aurora. Wo ist denn eigentlich der... Schwerer Hammer benötigt, okay. Ja, da haben wir noch. Du kriegst 10 Steine raus, das ist ja lustig. Macht man ja sonst eher nicht. Oh ja, welch Exemplar. Und so geht's weiter. Hm? Ah. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge 114. Hallo. Wir sind wieder mal voll. Hm? Naja, das ist auch voll, apropos. Gut, was haben wir denn? Beziehungsweise schmeißt ihn mal dahin. Der Junge ist relativ üppig beladen. Ja, das könnte man vielleicht raus tun. Ich weiß gar nicht, warum wir damit drin sind. Okay, das bleibt auf jeden Fall da. Pfeile, okay. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Die Munition ist eigentlich auch eher unsinniger Natur. Wetzstein. Hm. Da habe ich noch die interessante Anregung bekommen, wegen des Messers, dass Snoky war das, hat gemeint, wenn das Messer zwischen 100 und 85% ist, hat er das Gefühl, wenn man sich damit verteidigt, dass es schneller geht, als wenn es stumpf ist. Hm. Also wer das mal auch herausfinden mag, darf da gerne mal alles auch versuchen und mal die Erkenntnisse kundtun. Weil interessant wäre das auf jeden Fall. So, wir haben ein bisschen Kleidung gefunden. Sogar ein Wollohrenwärmer. Ja, wir hatten mal zwischenzeitlich keinen tatsächlich. Die Antibiotika brauchen wir jetzt nicht. Und Schmerztabletten, Verbände, das ist alles ein bisschen viel. Und da, na gut, halt! Das Buch nehmen wir mit. Der Rest... kann eigentlich draußen raus. Gerhardta, warum liegen eigentlich alle Schösslinge aufeinander? Das macht ja schon relativ wenig Sinn. Halt. So. Also einen schönen vertikalen Stab gemacht. So muss das sein. Ja, genau. Okay, schnell raus. Sag ich, Tag, bevor hier... Ja, wir sind fast umgefallen hier. Da waren wir schon dran. Okay. Tja, hier ist halt nicht mehr, also außer Krähen ist hier halt nicht mehr viel los. Schon alles, warte mal, wir gehen erstmal mampfen. Können wir nochmal nach Federn gucken. Ja, das müsste eigentlich das für die Hertha sein. Ja, genau, unseres liegt hier schön im Gras. Nimm dir mal einen Wolf. Essen ist ja angesagt, Junge, nicht schwätzen. Okay? Das ist wahrscheinlich auch bei so einem Spezialist, der da immer die ganze Zeit am Tisch labert. Anstatt zu essen. Oh, ich habe so viele interessante Storys. Okay, die anderen sind alle voll. Gut. Alles klar. So. Das Zeug ist alles leer. Das heißt, hier kommt mal das ganze Brennmaterial rein. Der gefrorene Angler war, glaube ich, schon gelernt. Genau. Ja, 35 Kilo, das ist zwar üppig, aber so ist es halt. Die Bücher müssen wir halt lernen. So, die Fackeln sind ausgebrannt. Die können wir dann irgendwann mal... Ja, okay. Gut, da kommen wir nicht durch. So. Dann schauen wir mal. Okay, hier scheint nichts zu liegen. Oh Gott. Ah ja, die Därme sind noch übrig. Der Rest vom Schützenfest, der liegt hier drüben. Was denn des Wortes? Sind aber auch hier keine. Jetzt war es schon komplett eingeschneit, aber auch keine hier. Krähenfedern, okay.
Ja, inzwischen ist wieder eine Woche rum und ja. Corona ist zwar schon lange besiegt, aber ja, die dünne Luft, die man danach hat, das ist schon krass. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, ich hätte keine Kondition. Egal was ich mache, erfordert so extrem viel Luft holen. Ich war jetzt auch noch nicht joggen gewesen, weil das ist natürlich auch klar. Da sollte man erst noch ein bisschen Abstand nehmen. Okay, ein Stock und ein Stein oder was? Was ist das? Ein 100% improvisiertes Messer, echt. Okay. Ja, die ist ja üppig, die Kante hier. Dafür ist das kaputt, okay. Ja, bevor wir es benutzen, na ja, gut, okay. Ja, also joggen lasse ich erstmal noch sein. Mal gucken, wie es mir nächste Woche geht. Momentan ist echt so, dass alles ist super anstrengend. Das ist nicht so wirklich geil. Und ich war ja eigentlich gerade, vor der Corona, habe ich gerade so den Drive irgendwie bekommen. Für das Joggen. Okay, hier ist anscheinend nichts mehr spawnkantiges. Wie es aussieht. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Ja, kommen wir denn da auch darüber? Nee. Okay. Ja, ich hatte gerade so den Drive drin irgendwie. Und wurde ja auch so langsam schon besser, aber das ist natürlich jetzt ärgerlich. Da fange ich wahrscheinlich wieder bei Null an, fürchte ich fast. Mal gespannt, aber das muss ich echt noch Geduld haben, weil ich habe auch schon von Leuten gelesen, die haben die Corona, waren halt auch fit, Corona gehabt, dann wieder in den Alltag eingestiegen, also sporttechnisch und halt alt arbeitstechnisch und sind dann halt ein paar Wochen später an Herzinfarkt gestorben. Und das Krasse ist halt, ich habe halt auch so ein bisschen so Druck auf der Brust die ganze Zeit. So. Sind hier Federn? Schädliche Brücke gibt es hier zumindest. Unbeschädigten Pfeil. Nur zum Zerlegen. Aber alles ist besser. Echt nur eine Feder. Na gut. Alles besser als nichts. Ja, da vorne ist die Höhle mit dem Wolf. Da müssen wir auf jeden Fall auch rein. Das wird, ich sag mal, interessant. Wir gucken erstmal beim Wasserfall. Der heißt ja auch klassischerweise Wasserfall. Ja. Ja, und ich will da jetzt auch nichts riskieren, weil sowieso gerade erst einen Trauerfall gehabt. Der Freund von meiner Schwiegermutter ist an einem sehr merkwürdigen Krebs gestorben. Ist das da vorne? Ah, das ist ein Stein, okay. Die Ärzte wussten nicht, was das ist, was das für ein Krebs irgendwie im Bauchraum. Wohl konnten sie aber nicht identifizieren. Keine Methode hat zum Erfolg geführt. Ja, okay. Gehst du auf Wolfjagd? Anscheinend schon. Gut. Ja, dann. Dann gehen wir halt auch rein. Was machst du hier? Jetzt willst du wieder raus. Das ist ja wieder klar. Ja, Junge. Die Höhle ist sehr, sehr ist schön hell. Das ist schon ein bisschen hilfreich. Halt. Mach das mit dem Gewehr hier. Ich habe ja keinen Bock, erst ewig rumzuzählen. Hier wäre natürlich der Revolver wieder relativ praktisch. Aber wahrscheinlich auch wieder nicht. Hey, Junge. Ja, genau. Ah, die schönen Ohren. So, da hätte man das erledigt. Naja, die Knochen weisen da drauf hin. Ja, und hat dann... Ja, das war echt nicht schön. Der hat dann, ich glaube, 2 Wochen nach der Diagnose, ich mach trotzdem mal Licht, auch nichts mehr, kein Essen mehr inhalten können und dann eine Woche später auch kein Wasser mehr. Und dann war natürlich klar, das war's.
nicht sehr schön. Deswegen immer auf Holz klopfen und froh sein, wenn man dann in Anführungsstrichen nur Corona hat. Definitiv. So. Was haben wir denn Schönes hier oben? Noch ein Gewehr, okay. Ist da was drin? Never know when I might need to defend myself. Nö, er hat alles rausgeholt, okay. Ja, okay. Das nehmen wir mal mit. Hier haben wir noch eine MAI. Okay, das ist keine MAI. Das sind Socken. Und Salzkräcker. Jetzt kannst du die MAI nehmen. 49%, okay. Ja, das Öl ist tatsächlich recht hilfreich. So. Sehr erfolgreicher Fund. Im Interloper hätte sie einfach nichts gefunden. Zwei Hirscher, ein Stück Fleisch und irgendwo liegt ein Wolf. Okay. Ja, Polaroid gibt's hier nicht. Polaroid gibt's hier nicht. So. Ja, zu dieser Folge da, oder Video, was ich da gemacht habe zu Road 96, gab es tatsächlich eine Urheberrechtsbeschwerde. Total schräg. Weil das Spiel ist ja eigentlich auch für Let's Play, sag, hier ist der Wolf, ausgelegt, aber es war trotzdem dann einfach so ein Video, was halt im Radio von dem Trucker lief, war wohl nicht lizenziert. Oder nicht lizenzfrei oder nicht für Let's Plays lizenziert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was da immer so stattfindet halt. Aber da gab keine Einschränkung immerhin. Hat aber trotzdem deswegen wurde es wahrscheinlich auch nicht so verbreitet, schätze ich mal. Was ein bisschen schade ist. Der Stock ist größer als der Zweig. Super. So, ja, dann würde ich sagen, wir haben zu tun, Junge. Wir haben zu tun. Und nicht zu knapp. Was sagt der Tag? Oh, nicht mehr so viel, echt. Mal gucken. Wie weit wir da kommen. Warte mal, das war ja mit dem Messer schneller. Und die Därme, genau. Wobei die Därme könntest du eigentlich... naja, gut, okay, wir holen das jetzt einfach erstmal das raus. Ja, wobei, warte mal, das holen wir später raus. Das Helm. Genau. Dann machen wir hier bei dem anderen Hirsch. Hallo, bitte das Feuer weg. Hier haben wir da noch eine Zeder. So. Hier holen wir erstmal nur das Fleisch raus. Ja, die Därme brauche ich eigentlich von den Hirschen auch nicht. Das ist eigentlich auch Quatsch. Fell ist interessanter. Hast ja schön gestapelt. Okay, dann lass uns schon mal ein Feuerchen aufsetzen. Ja, wenn du das 100% kannst, warum mache ich nicht? Was haben wir denn sonst noch? Weißt du was? Wir nehmen mal gleich hier einen Brandbeschleuniger. Wir nutzen die eh nicht. Wir brauchen die eigentlich auch nicht wirklich. That should help warm things up. Um die Wärme geht es eigentlich weniger, Junge. Nur, dass du Bescheid weißt. Okay, wir haben die Töpfe nicht dabei. Das ist ja der Hammer. Gut, dann ist unser Wasserbestand der Wasserbestand. Ja, tut mal die Därme darüber. So, 10 Minuten, echt. Das ist natürlich nicht sehr lange. Also wie groß ist denn das da? 28 Minuten, okay. Holst du das schon mal raus? Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. 15 Minuten bis zum Garpunkt. Wie bitte was? Ach, das war das improvisierte Messer. Ja, es sind 28 Minuten halt. Okay. Dann mach das mal fertig. Ja, wir machen jetzt mal beide fertig, damit wir hier mal im Gleichtakt sind. Also Quatsch. So. Achso, das war das Kleine. Dann tun wir das mal da runter. Okay. Dann kannst du halt einmal das Fell. Und dann da drüben das Fell. Du bist übrigens relativ müde. Ne, das war ja das Fell, genau.
Das war das Fell. Naja. Wir legen uns einfach zu dem Hirsch. Gut. Alles klar. Da drüben kugelt das Feuer. So. Komm runter damit. I'm not sure I can carry much more. So, dann schmeißen wir es auch darauf. Können wir auch die Zeder hier erstmal in Ruhe lassen. Da wir sowieso Zeit haben, können wir uns da auch noch das andere Fell holen. Damit wir dann, wenn wir hier rausgehen, auf jeden Fall schleppen müssen. Ich werde auf jeden Fall die Därme hier mal eintragen. Junge, hier geht niemand. Ins Trocknungsmaterial, das ist wunderschön. Die Fäller nehmen wir mit, aber die Därme lasse ich jetzt mal. Ist hier gerade der Hertha durchgerannt? Ah ja, da hinten rennt sie, okay. Keine Ahnung, was sie da. Der hat ja gerade irgendeinen an der Waffe. Naja. Geht doch dem Vieh nicht besser. So. Ja. 30 Minuten, okay. Dann bauen wir das Feuer wieder ab. Dass das dann auch passt. Eine Mao immer noch. So, dann kannst du die gleich mal zerlegen. Ja. Du hältst derweil die brennende Fackel noch in der Hand. Echt? Ich weiß nicht, wie du das schaffst. Ich ist auf 27% runter. So, dann die zwei anderen noch. Dann gehen wir ins Bett. Nachdem wir gegessen haben. Das noch. Okay. Dann haben wir es, glaube ich. Ne, wir haben wir noch nicht. Alles, was uns hilft, leichter zu werden, das machen wir natürlich. Aber ich glaube, dann sind wir durch. 19, 18, genau. Okay. Ne, Quatsch, das ist der falsche. Wir können mit dem hier schlafen. Junge, was ist denn das? Ja, okay. So geht das dann vielleicht eher. was essen wir denn heute? Vielleicht Wolfen? Das war aber zähes Vieh. Komm, dann, ja, okay. Ich weiß nicht, wie du das so Räder genommen hast, wenn ich auf den Wolf zeige, ist egal. Okay. Hat aber echt ein Bedürfnis, da immer zu erzählen, was er jetzt braucht. Halt, wir wollten trinken, Junge. Schlürf. Ja, dann kannst du dich einfach mal einmal komplett ausschlafen. Alles klar. Oh nein, wir sind jetzt wieder schwer. Hilfe. Das geht ja gar nicht. So, die Därme lassen wir hier. I might have to drop some gear. Ja, Hauptsache es reimt sich, ich weiß. Okay. Ja, ich weiß nicht, wo die Hertha ist. Aber wir machen das wie ein originaler Pfadfinder. Wir machen das mit Laterne. Achso, du hast übrigens Durst. Vielleicht sollte man dann nochmal Wasser aufsetzen, wenn wir dann zurück sind. Ja, ich denke, das macht Sinn. Ja, wo wir es dann noch von so einem etwas tragischen Event hatten. War jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wann das jetzt war. War das gestern? Ich glaube, war das am Dienstag? Ich glaube, am Dienstag war das. Wo eine Radfahrerin in Berlin von einem, irgendwie unter einem Betonmischer geraten ist. Sie sind eigentlich nebeneinander gefahren. Aber sie ist wahrscheinlich umgekippt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall war sie auf einmal unter dem Betonmischer. Tschüss. Ich habe keine Ahnung, was mit ihr los ist, aber sie hat wohl den Rennmeister heute. Kann ich ihr natürlich auch nicht das Fleisch geben. Ja, und dann natürlich das übliche Prozedere, Feuerwehr muss kommen und die Feuerwehr in Berlin hat an zwei Orten Gerät für so schwere Bergungsfälle, also um diesen LKW halt anzuheben. Da haben die halt so schwere Kräne, damit sie da halt damit agieren können. Nun war es aber so, dass ja momentan auch etwas, ich nenne es mal militante Klimaaktivisten, auch unterwegs sind und sich halt ständig an die Straßen kleben. Also das läuft dann so,
Wenn dann an der Straße, an der vielbefahrenen Straße, Rotphase gerade ist, dann schmieren die sich halt Sekundenkleber an die Hand und kleben sich dann direkt vor die Autos. Und direkt ist wirklich wörtlich zu nehmen, die kleben wirklich direkt vor den Autos. Also du kommst dann nicht mehr weg mit dem Auto, wenn du die Person nicht überfahren willst. Was du ja normalerweise auch nicht solltest, sag ich mal. Ja, das führte dann dazu, dass natürlich die Feuerwehr nicht durchkam. Weil es ist ja auch klar, dass wenn du da als Auto an der Kreuzung stehst und es klebt sich jemand vor deine Stoßstange, dass du da nicht mehr weg kannst. Du kannst nicht zur Seite rollen. Du musst erstmal ein bisschen vorwärts fahren, damit du nach links oder rechts ausweichen kannst. Ja, das hat dann so nicht funktioniert. Hatte dann leider den Effekt, dass die Notärztin vor Ort entscheiden musste, okay, wir müssen die Frau halt so irgendwie hervorziehen unter dem LKW. Und die ist dann leider verstorben. Nun ist natürlich nicht sicher, ob sie auch verstorben wäre, wenn das Feuerwehrfahrzeug rechtzeitig da gewesen wäre. Nichtsdestotrotz ist das ein sehr tragischer Ausgang. Nicht sehr schön. Also, das zeigt einem immer wieder, wie gefährlich es halt doch ist, auch in Berlin unterwegs zu sein. So, das kommt alles hier hin. Hatten wir jetzt den Bären hier drin oder hier? Er ist hier. Ja, okay. Sie ist heute extrem rennfreudig. Halt, das läuft dann hier drunter. Da haben wir noch zwei Hirsche und einen Wolf. Das ist ja auch nicht schlecht. Sehr schön. Das ist sehr erfreulich. Hast du noch einen Stoff gefunden? Super, danke. Ach, guck mal, was da noch liegt. Wieso habe ich das nicht gesehen beim letzten Mal? Oder ist das neu aufgenommen? Das kann ja eigentlich nicht sein. Ja, ich muss das vielleicht draußen mal probieren. Keine Ahnung. Also, wir haben schon Container. Ja, okay, dann halt nicht. Kannst du bitte... Ganz verwirrt. Oh ja. Okay. Dann, warte mal. Wir lassen mal den Container erstmal hier. Jetzt nicht noch mehr Container unnötig mit rumschleppen. Rucksack, okay. Ja, es ist halt einfach so extrem unnütz. Und was ich halt sehr irritierend fand an der ganzen Aktion, also nicht nur, dass die gute Frau da verstorben ist. Erstens, irgendjemand hat den LKW-Fahrer dann auch noch attackiert. Direkt, der wollte eigentlich dann gucken, ist alles halt angehalten, ausgestiegen und dann kam einer mit einem Messer und hat dann auf ihn eingestochen. Als wollte er die Radfahrerin überfahren. Was ich mir nicht vorstellen kann. Diese Klimaaktivisten und auch die halt ein bisschen verantwortlich zeichnen für diese ganze Aktion halt, werfen den anderen ja immer vor, dass sie halt keine Verantwortung für Dinge übernehmen und alles immer nur einfach nur vor sich hin machen und ohne Rücksicht auf andere. Und jetzt, wo sie selber in dieser Situation sind, wo sie da selber sozusagen einfach mal den Spiegel vorgehalten bekommen, nach dem Motto hier, jetzt ist es an euch mal zu zeigen, dass ihr besser seid, dass ihr für sowas halt erkennt, okay, das war keine so gute Aktion, nee, nix. Nee, es gibt ja sowas wie Rettungsgasse, natürlich, klar, auf jeden Fall. Weil wenn ich an eine Kreuzung ranfahre, weil rot ist, mache ich automatisch eine Rettungsgasse, na klar, auf jeden Fall. Zeig mir mal bitte die Stelle in der Straßenverkehrsordnung, wo das steht. Du musst, wenn Blaulicht ist, Platz machen. Ja, das steht da. Nur wenn kein Platz da ist, weil sich irgendein Spinner dir vor die Motorhaube geklebt hat, ja, dann kannst du auch keinen Platz machen. Du musst nicht von vornherein eine Rettungsgasse bilden, schon gar nicht an der Ampel. Ah, guck mal. I think I can use this. Ja, ich fand das einfach sehr enttäuschend, dass da nicht mit Sprühfarbe und was zu essen. Wir gehen wieder raus und gehen wieder rein. Also komme ich besser ins Handschuhfach. Okay, gut. Wir gucken mal, ob wir eine Batterie haben. Haben wir nicht.
Ja, man hätte halt schön zeigen können, dass man halt besser ist, und aber das hat man halt die Chance vertan, wenn es im Gegner hat gezeigt, man ist nicht besser, man ist eigentlich im Prinzip genauso. Schössling. Man übernimmt keine Verantwortung, man erkennt das nicht an, dass man einen Fehler gemacht hat. Schade. Entzieht dann ein bisschen die Kredibilität für die Aktion, die ich per se natürlich gut finde, weil unsere Politiker sind einfach viel zu schnarchnasig, was das Thema Klimaschutz angeht. Das wurde unter der CDU schon gehörig verschlafen und wird leider aktuell nicht wirklich besser. Gott, da war nichts drin. Nicht mal ein Bär. Ich sage aber, man sollte das vielleicht mit Augenmaß machen. Das tut man wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht wird sich das ändern. Ich hoffe zumindest, dass da vielleicht jetzt auch mal ein Umdenken bei den Herrschaften stattfindet. Für all die, die sowieso gegen diesen ganzen Klimawandel agitieren, für die war das durch gefundenes Fressen, das ist klar. So. Okay, jetzt haben wir eigentlich hier die Brücke auch abgegangen. Wir waren an der Reken, das heißt, das nächste wäre im Prinzip eigentlich mal Gang ganz rüber. Achso, ich wollte noch Wasser aufsetzen. Ne, wir müssen die Töpfe mitnehmen, das ist wichtiger. Töpfe mitnehmen. Und dann gehen wir mal... Gott, wie heißt denn das? Naja, wir gehen einfach mal komplett durch auf die andere Seite. Wir werden das schon rausfinden, wie das heißt. So. Ja, hast du geschafft. Waren wir da dran? Ja. Alles klar, in dem Auto waren wir auch, wie ich sehe. Ich werde die Hertha hält jetzt ihren Mittagsschlaf. Vormittagsschlaf. So, wir gucken gerade mal, ob hier unter der Brücke was ist. Hallo? Wir gucken da, okay. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Nur Steine. Ah. Ja. So, ich glaube, wir haben den Platz hier noch gar nicht gründlich abgegangen. Also es kommt mir zumindest nicht so vor. Wobei meistens ja nicht so wirklich viel hier liegt. Ja, das, achso, das können wir mitnehmen, stimmt. Sind durch die Container gezogen, genau. Das, daran erinnere ich mich noch, dass wir uns noch durchhacken mussten. So, einmal Hagebutten, die brauchen wir nicht. Die nehmen wir nicht beim Interloper mit. Zum Ende des Stegs. Wohl eher nicht. Oder war da unten? Nee. In den Boden waren wir, glaube ich, schon. Okay. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen weiter rum. Vielleicht findet man noch was. Ah ja. Ist doch wohl kommen handy. Und ein bisschen Holz. Da ist nichts drin. Hallo? Ja, da kommt man gar nicht hin. Das ist nicht machbar. Okay. Dann schauen wir mal in die Röhre. Ach, guck mal, da liegt sogar was drin. Nochmal 5 Schuss. Haben wir in die Röhre geschaut, aber gar nicht in die Röhre geschaut. Hm. Ist auch mal schön. Ja, wie ist das hier? Da ist nichts drin, alles klar. Ja, das war ein ertragreicher Gang. Das heißt natürlich, direkt wieder ablegen. Zum Glück haben wir, bringen einfach immer eine Kiste mit, wo wir dann das Zeug wahllos reinstopfen, echt. Okay. Ja, das könnte man noch besser machen. Ich glaube, so viel haben wir eh nicht.
Ach schön, wir schleppen noch das zweite Gewehr die ganze Zeit mit uns rum. Deswegen sind wir so schwer. Dann haben wir noch einen Birkenschößling gefunden, genau. So. Halt, drehen, ja. Alles klar. Gut, dann, dann gehen wir direkt wieder raus. Ach, hallo. Es ist immer noch neblig. Ach, es wird jetzt dichter Nebel. Ja, okay, dann werden wir wahrscheinlich heute nicht aufbrechen. Nee, ist klar, auf. Es war gerade dichter Nebel, ernsthaft? Nee, es ist gerade dichter. Was denn nun? Also meiner Meinung nach ist jetzt dichter Nebel. Aber wir können das ja mal gleich testen, ob das jetzt aufklart oder nicht. Nö. Ja, es ist dichter Nebel jetzt, okay. Es sah nur für einen Moment so aus. Naja, gut. Ja, dann erstmal weiter. Und trinken weiter. So wirklich viel haben wir ja eh nicht mehr. Ich muss nur gucken, wie viel Wasser wir brauchen. Das sind 2,25 Liter. 2,7, also 3. Im Prinzip 3 Liter. Ja, warte mal. Gib mir mal. Ja, komm, wir machen das einfach wieder mit Stock. Beziehungsweise kannst du auch mit Streichholz, kannst du nicht. Okay. Warte mal, dann machen wir das mal mit der Fackel. Genau. Ja, Papierstreichholz. Warum eigentlich nicht? Und dann machen wir hier Feuerchen. Setzen gleich Wasser auf. Ja, jetzt müssen wir halt mal warten. Ich bin mal gespannt, ob das dann, wie das jetzt ist, ob das jetzt einfach Mittagsnebel ist, ob das jetzt bis zum Abend bleibt, damit wir halt, ob wir halt noch heute noch aufbrechen können. That's done. Du hast es geschafft. Sehr schön. Dann schon wieder Kohlen dabei, okay. Ja, wir machen das mal so und dann. Wir brauchen 3 Liter, haben wir gesagt. Also anderthalb in jedem. Brauchen wir eine Stunde. Das reicht. Okay, dann. Ja, wir lassen das mal so. Dann kannst du eigentlich mal eine Stunde lernen. Wir machen erstmal. Ah ja, gut. Okay. Flicken. So, wie sieht's aus? Eine Fackel hinaus. Kannst du gleich zerlegen. Okay, dann lernen wir gerade noch das Nähbuch fertig. Ich hoffe, wir kommen dann wirklich auch auf Level 4. Meiner Meinung nach müssten wir eigentlich schon längst sein, aber hey. Wir sind auf Level 4 Flicken. Hervorragend. Ja, die Madame hat es schon auf Level 1 geschafft, 2 geschafft. Sehr schön, du bist erfahren im Umgang mit Nadel und Faden. Dein Nähkünste erlauben es dir, deine Kleidung mit geringerem Ressourcen- und Zeitaufwand als zuvor in gutem Zustand zu halten. 85% Chance auf erfolgreiche Reparaturen. Reparaturzeit um 25% verringert. Zustandsverbesserung von Gegenständen um 15% erhöht, also wie viel du pro Durchgang reparierst. Und Abnutzung des Nähzeugs um ein Viertel verringert. Also mal jetzt auf 25%. Das heißt, was ist zum Beispiel das Schlechteste? Die Skimaske? Hätten wir jetzt eine 100% Erfolgschance. Auf Level 4 schon. Warte mal. Geh doch mal dahin. Was kannst du auswählen? Du kannst nur ein Nähzeug auswählen, okay? Na gut. Ist ja auch egal. Es ist wieder aufgeklärt, okay? Dann essen wir nochmal. So. Dann trinkst du und den Rest nehmen wir mit. Inklusive der Töpfe. Sicher ist sicher. Was haben wir verloren? Naja gut, 40 Milliliter. Das ist nicht so schlimm. Okay. Erfreulich. Sehr erfreulich. Apropos erfreulich. Ich habe mal spaßeshalber mal geschaut, wie viel. Weil ich habe gesehen, es gibt irgendwie. Ich habe ja dieses, um meinen Kanal ein bisschen besser zu managen, also auch gerade speziell, was jetzt hier Suchmaschinenoptimierung angeht, habe ich mir halt so von TubeBuddy irgendein Abo geholt. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Keine Ahnung.
Und die haben dann auch immer diese so Meilensteine, nennen die das. Ich glaube, das nächste Meilenstein wären 2900 Uploads, die ich hätte. Und ich hatte ja auch eine ganze Menge an, für diese Bug-Reports von Generation Zero hatte ich ja auch Videos gemacht. Da gibt es sogar eine eigene Playlist. Ich habe die mal in eine Playlist gestopft, einfach mal aus, weil ich es lustig fand. ja. Naja, aber die echten Videos, also die zu diesen Playlists gehören, die also wirklich Gameplay sind sozusagen, alles für einen Rohrkolben. Drüben geht's richtig ab. Zwei Birkenrinden. Ja, okay. Hertha. Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie das hierher schafft. Ja, also es sind 2864 Folgen, also ohne die ich jetzt aufnehme, also angefangen ab heute. Die insgesamt auf dem Kanal sind echt viel. Fast 3000 echte Videos. Ich sehe noch niemanden. Es kommt hier keiner angewetzt. Okay, wahrscheinlich hängt sie irgendwo fest, schätze ich mal. Kannst du das jetzt holen? Nicht. Funktioniert ja gut, hallo. Gut. Dann holen wir das auch noch. Wie bitte was? Das ist nur so eine Rinne, wo es bröckelig ist, echt. Okay. Ja. Ja, 3000 Videos fast, 2864. Und die Länge insgesamt sind fast 1964 Stunden. Wenn man das mal umrechnet, wenn man jetzt, sagen wir mal, man würde jetzt fiktiv am 1.1. eines Jahres beginnen zu gucken und ununterbrochen, ohne Schlaf, ohne Klogang, ununterbrochen gucken, dann wäre man fertig am 23. März um 20 Uhr. Das sind also fast 3 Monate. Eieiei. Das ist brutal. 3 Monate Videos. Kleine Insel. Ich würde mal interessieren, was so ein Gronkh auf seinem Kanal hat. Das sind wahrscheinlich Jahre an Videos, die er da zusammengebracht hat. So. Kleine Insel. Können wir mal gucken, ob man da nochmal eine Spawnkantenmäßig was sieht. Wir müssen das jetzt eh alles selber machen, weil die Hertha hat heute ihren einen eigengesinnigen Tag. Was sagt euch der Tag? Dem geht's noch ganz gut. Drüben ist was. Direkt hinter den Eisschollen natürlich. Ah, da drüben ist noch was. Gibt's sonst noch was? Scheint nicht. Altmetall. Also hier können wir so einfach so lang gehen, okay. Dann ist das ja eher unkritisch. Was ist das? Oh, Rohrkolbenstängel. Das ist ja der Hammer. Dann aber würde man sich tierisch freuen. Ich muss mal gucken, ob wir mit der Madame in Ort der Trostlosigkeit schaffen. Und hier pfeilen ist das natürlich schon ein bisschen wagemutig. Ja. Guck mal, da liegt auch wieder was. Noch ein Rohrkolbenstängel. Aber mit etwas Glück könnte man dann hier weitere Pfeile basteln. Das wäre natürlich schon praktisch. Ja, gespannt bin ich natürlich weiterhin immer noch auf das, was da kommt inhaltstechnisch. Das wird aber dauern. So. Kriegt man ja einige Birkenrinden zusammen. Da noch was? War es das jetzt?
sieht erstmal nicht so aus. Auf jeden Fall warten da vorne Wölfe. Ja, der Leuchtturm. Der Leuchtturm. Ah ja, da vorne gibt's Holz. Sehr interessant. Okay. Da vorne liegt irgendwas Großes. Ist jetzt schon aufgetaucht. Also auf jeden Fall ein Stück Altholz. Was ist das Große? Ist das wieder Altmetall? Junge, Junge. Ist wieder alles belegt. Schuhe. Echt. 1% nass. Jetzt glaube ich auf Anhieb. Scheißling, das ist super. Stoff. Noch ein Stoff. Ja, die Spawnpunkte sind... Ach, guck mal. Ja, hallo? Fiel's dir dann doch mal ein, dass vielleicht doch auch andere Sachen gibt. Außer rumrennen und pennen. Ja, ich denke, das war's. Sehr, sehr viele Funde. Also die Spawn-Punkte sind wohl tatsächlich, zumindest im Schleicher, alle belegt. Im Interloper hat man dann nicht so viel Glück. Ja. So. Einmal da hoch. War das nicht Katis abgelegene Ecke oder sowas? Jetzt folgt sie tatsächlich, hm? Ja, jetzt noch Haxen brechen, das wäre es natürlich, gell? Hallo? Ja, genau. Ich will aber mir Haxen verbrechen. Das ist echt mein Traum. Kleidung? Ach, auch. Ein wenig nass. Mehr aber nicht. Ja, es gibt ja diese Trinkblase, die kommt natürlich durch eine Mod abgelegene Ecke. Okay, alles klar, so heißt die hier. Wo man ja mehrere Kaninchen braucht. Also die Felle halt. So. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, wenn man die Kaninchen mit Pfeil und Bogen schießt, dann haben die ja, hat das Fell ja ein Loch. Zählt das dann auch noch? So, da haben wir einen Hirsch, okay. Ja, den nehmen wir jetzt aber nicht auseinander. Das lassen wir jetzt mal sein. Das brauchen wir nicht. 85% Bogen, okay. Was sagt der Pfeil? 83%. Dann haben wir noch Kadaver zerlegen. Bin ich schon auf Level 5? Muss ich mal gucken. Schon wieder davon, okay. Was haben wir denn da? Ja, wir sind auf Level 5 natürlich. Okay, Leute, in der nächsten Folge, wir gehen wieder zurück. Wir lassen den Hirsch jetzt mal hier. Ich trage auch gleich mal ein. Genau, gerade mal hier hinten gucken. Was Interessantes liegt. Wäre natürlich jetzt hier nicht bleiben. Hier ist auch nichts. Okay. Dann, wir hatten doch, glaube ich, auch, ja, hier vielleicht nicht Kadaver, genau. Ja, Katjes Ecke. Genau, wir gehen in der nächsten Folge zurück. Und zwar nur ein Stück zurück, nämlich zum Leuchtturm gehen wir. Wir gehen natürlich nicht zurück zum Leuchtturm. Wir waren nämlich noch nicht beim Leuchtturm. Da dürften wir auf Wölfe stoßen. Ich weiß gar nicht, wie das bogentechnisch aussieht. Sie sind sehr ähnlich. Ja. Das ist aber gar nicht so schlecht. Ja, dann nehmen wir uns die Wölfe vor. Dann haben wir zu essen. Dann müssen wir wieder abkochen und den durchsuchen. Aber es nähert sich tatsächlich schon wieder das Ende vom Ort der Trostlosigkeit. Ist halt nicht so groß. Ja, bist du halt relativ schnell durch. So ist es halt. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.